Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Making of Sülzbahn Trilogie Teil 2. Mein Name ist Bernd Franco Hoffmann und ich habe schon mehrere Eisenbahnbücher geschrieben, besonders über die ehemaligen Eisenbahnlinien im Bergischen Land. Dazu zählt auch die Sülztalbahn, die in ihrer weitesten Ausprägung einstmal von Köln-Kalk bis nach Lindlar führte. Ja, hinter mir sehen wir noch ein Stück der Sülztalbahn, und zwar hier in Immekeppel, der ehemalige Eisenbahndamm, noch als solcher zu erkennen. Leider schon ziemlich zugewachsen, aber immerhin lässt das noch ein bisschen erahnen, wo damals die Züge langfuhren. Den Bahnhof Immekeppel gibt es auch noch, ist von einem Spediteur sehr liebevoll restauriert worden. Weiter geht's nach Obersteg, wo wir gleich uns auch noch begeben werden. Ja, und ich möchte zum Abschluss meiner Beschäftigung mit der Sülztalbahn die Sülztalbahn noch mal aus einer ganz ungewohnten Perspektive zeigen, nämlich von oben. Ja, und dazu habe ich mir dann eine neue Drohne geholt, von der ich hoffe, dass sie mir die dementsprechenden Bilder liefern kann. Das kann sie auf jeden Fall. Wetter ist einigermaßen okay, ist ein bisschen windig, aber das ist ein Hexakopter, das sollte ihm nichts ausmachen. Ja, und alles Weitere werden wir mal sehen. Und ja, ich werde Ihnen einmal vorab die Drohne etwas näher vorstellen. Ja, das ist für mich auch jetzt eine Herausforderung, wie ich jetzt am besten die Drohne über den Damm fliegen lasse. Ja, vermutlich werde ich jetzt erstmal geradeaus fliegen, dann mache ich mit der Drohne eine Rechtsdrehung und bleibe hier am Standort, damit wir links und rechts alles im Blick haben. Einmal die Drohne drüber fliegen lassen, zurück, und wenn das so einigermaßen funktioniert, bin ich dann für dieses spezielle Gebiet schon sehr zufrieden. Ja. Ja, ich habe mich nach längerem Überlegen auch in Absprache mit der Filmemacherin Lydia Keck für eine Unique Age Plus entschieden. Macht auf mich einen sehr guten Eindruck, hat auch 6 Propeller, das heißt auch bei etwas Wind fliegt sie noch gut, das hoffe ich zumindest. Und wenn man Propeller kaputt geht, dann fliegt die trotzdem weiter. Ja, und dann gibt es auch diesen schönen Rucksack, aus dem ich jetzt halt diese Drohne auspacke. Ja, und das ist sie. Ist ein kleines Monsterteil. Erstmal die Akkus, auch richtige schwere Teile. Dann die Drohne selbst. Ja, das Landegestell kann man einklappen. Ist auch ein Feature. Erstmal die Flügel aufstellen. So, das ist die Fernsteuerung. Ah, Moment, die hole ich auch mal raus. Vorsichtig alles. So, dann erstmal die Akkus rein. Kamera ist drin. Los, keine Fehler machen. So, okay, die Propeller ist auch sehr schön durchdacht. Alles angeordnet, sehr leicht anzubringen. Weiß auf weiß. Also ein sehr durchdachtes, logisches System. Klar, die Drohne ist ziemlich groß, ist auch ziemlich laut, wie so ein kleiner Rasenmäher, muss man schon sagen, also sorgt schon für Aufsehen. Also am Anfang hat mich das ein bisschen Angstschweiß reingetrieben, so, aber ich dachte, oh meine Güte, diese Drohne mal mitzuschleppen, aber wie gesagt, die Ergebnisse lohnen einfach den Aufwand.
war jetzt, wie gesagt, eine ganz neue Erfahrung, da ich die mal ganz anders fliegen sollte. War ein bisschen schwierig am Anfang, zumal komischerweise das Landegestell nicht eingeklappt ist. Keine Ahnung, ich habe jetzt noch nicht jede Funktion hundertprozentig gecheckt, ob da jetzt ein Schalter falsch gestellt war. Hat nachher funktioniert, glücklicherweise, also mechanisch scheint alles in Ordnung zu sein. Ja, wie gesagt, sowas ist dann schon eine Herausforderung, hier über die Bäume zu fliegen, aber wir haben ganz guten Film hinbekommen, also zumindest sind wir mal über die Trasse geflogen. Und das jetzt hier für den Wolfsfilm, die Geschichte, die war jetzt auch sehr entspannt, keine Hindernisse, so lässt sich's halt gut fliegen und so sollte es immer sein. Ja, damit verlassen wir jetzt Immekeppel, einer der Stationen der Sülztalbahn, und begeben uns auf die nächste Herausforderung. Wir filmen jetzt mitten im Wald, lass es die Drohne fliegen, und zwar Richtung Obersteg. Mal gespannt, ob das klappt. Ein ähnliches Experiment in Beensberg funktionierte nicht so gut, aber da war der Baumbestand auch wesentlich dichter. Ich hoffe, dass hier die Drohne besser fliegt. Aber wir sind gleich schlauer. So. Ja, jetzt sind wir hier in Obersteg oder kurz vor dem Bahnhof Obersteg. Ja, auch hier wieder, würde ich sagen, kaum zu glauben, aber wahr. Hier fuhren mal Züge lang, auch richtig Dampfloks, Schienenbusse und Dieselloks. Ja, was noch übrig ist, sind hier bisschen Schotter. Ab und zu findet man an den Seiten noch Kilometersteine. Wie gesagt, da hinten kommt der Bahnhof, der auch sehr liebevoll restauriert ist. Aber der Bahnhofsbesitzer hat es nicht so gerne, wenn man da fotografiert. Deswegen lassen wir das. Ich mache jetzt einfach mit der Drohne mal so einen kleinen Flug unter den Bäumen durch den Wald, um einen anderen Aspekt dieser Trasse zu zeigen. Tja, und los geht's. Ja, jetzt stehe ich vor einer großen Herausforderung, einen Drohnenflug über den Viadukt, also eine einmalige Geschichte, aber auch eine gefährliche Geschichte. Ich hoffe, es klappt. Also wir sehen hier, es geht ziemlich tief runter. Ich hoffe, der Akku macht nicht schlapp. Es ist noch ein voll aufgeladener Akku da und wir zittern alle und toi toi toi, hoffen wir, dass es klappt. Gleich geht's los. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, das ist natürlich wirklich eine Herausforderung jetzt. Sehr schönes altes Bauwerk, den Viadukt. Hier. Wie alt ist das?
Ich glaube, der ist, ob der am Krieg, der müsste, warte mal, der müsste, ja, warte mal, wann ist die gebaut worden nach Georghausen? Moment, so Anfang, jetzt muss ich überlegen, Anfang 19. Jahrhundert, sage ich das jetzt richtig? Moment, 1900 so rum. Ich habe das nicht im Kopf. Die waren auf jeden Fall im Krieg zerstört, wurde wieder aufgebaut, der Viadukt. Und nachdem die Strecke stillgelegt war, ja, hatte sich auch der Viadukt erledigt. Ist ja wohl abgerissen worden. Moment. Schwarz auf schwarz. So. Das möchte ich auch schnell hinter mich bringen. Also ein kurzer Flug rüber. Das ist schon viel wert. Und so. Jetzt hoffe ich, dass ich den richtigen Akku eingesetzt habe. Dann muss ich den anderen nochmal austauschen sonst. Gut, es geht gleich los. Sportmode, ne, wollen wir nicht. Machen wir ganz langsam. Einfach nur senkrecht hoch, würde ich sagen. Mehr nicht. Und in die Richtung gucken. Ja. Mehr nicht. Ja, genau. Das reicht. Immer.